Anders als wenn man nach zum Beispiel Amerika fliegt, musste man kein Visum beantragen, man musste kein Geld wechseln, kein gar nichts. Also man konnte einfach fliegen. Man konnte sogar mit einem Personalausweis fliegen. Man brauchte nicht mal einen Reisepass. Das war so das erste Mal, wo ich dachte, ja, wir sind in Europa. Und wir haben einfach diese Kassetten hoch und runter gespült. Und da gab es noch Grenzen, gab noch keine EC-Karte, soweit ich mich erinnern kann. Und es gab noch viele Hürden. Aber es war so ein Gefühl, einfach fahren. Also fahren und Europa zu entdecken. Also das möchte ich nicht missen. Hey. Hi. Ich bin Josie. Ich bin Andrea. Ja, ich studiere Management sozialer Dienstleistungen jetzt im vierten Semester und ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Jetzt bin ich fast fertig. Ah, okay, toll. Also Glückwunsch. Danke. Mein Name ist Andrea Tetti. Ich habe eine Juniorprofessur für Alter und Gesundheit am Institut für Gerontologie und bin in Vechta seit circa 1,5 Jahren. Ich ziehe mal kurz und dann lese ich den Begriff vor und dann können wir uns Gedanken machen, was wir damit verbinden. Was tut's? Mal sehen. Gestresst, also das heißt, ich glaube, die Roten sind ja. Die ja. Ja, was ist Stress? Ist Europa gestresst? Europa ist gerade vielleicht ein bisschen im Stress wegen dem England-Austritt, wegen Brexit. Ich glaube, es ist einiges an Stress, was da auf Europa zukommt, wenn das durchkommt. Und auch die Umstellung für die Engländer und für uns Europäer. Ja, ich finde gerade also das Thema Brexit eine Belastungsprobe für die Kohäsion also von Europa und für die zukünftige Entwicklung. Da stimme ich total zu. Ja, ich probiere nochmal gelb. Ja, gelb. Voller Möglichkeiten, das ist doch ein gutes Wort. So, voller Möglichkeiten. Europa bietet ganz viele Möglichkeiten. Gerade wenn man studiert, Erasmus, Austausch, ins Ausland gehen, da kann man alles machen, was man möchte. Ich finde, es ist super. Man braucht kein Visum, man kann reisen, wie man möchte, man kann alles machen. Voller Möglichkeiten. Ja. Europa ist voller Möglichkeiten. Ja, man kann auch arbeiten, wo man will. Also ich bin nach Deutschland gekommen, als es noch eine Arbeitsgenehmigung also gab. Und jetzt braucht man das auch gar nicht mehr. Und ich finde irgendwie ganz, ganz toll, also, dass man sich Ort und Zeit und Raum aussuchen kann, also wo man die eigenen Kompetenzen ins Spiel bringen kann. Ja. Also wenn ich Europa einen Rat geben dürfte, dann würde ich sagen, Europa soll aufhören, ein schlechtes Beispiel für Gruppenarbeit zu sein. Man kennt das ja, wenn man in Gruppen zusammenarbeitet, es gibt immer Leute, die viel machen, es gibt immer Leute, die wenig machen und man regt sich immer über die Leute auf, die wenig machen. Und im Endeffekt, wenn aber alle ganz toll zusammenarbeiten würden, dann wäre man viel, viel produktiver. Wir haben jetzt also mit den Refugees auch einen gewissen humanitären Notstand, der weit über die Grenzen also von Europa geht. Mhm. Europa ist dabei auch nicht ganz unbeteiligt in den Gründen also von diesen Menschenbewegungen. Und ich finde, Europa sollte sich mehr dafür einsetzen, dass es dieses Thema eine gute Entwicklung bekommt.